wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar SEOtrader Helpdesk Fragen und Antworten und selbstverständlich an der Stelle mit Dirk Helger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir wollen natürlich die Zeit sinnvoll nutzen, deswegen machen wir jetzt den Risikohinweis. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das bleibt an der Stelle. Gut, dann offiziell nochmal schönen Jetzt guten Abend. Jetzt war ich fast bereit. Hallo. Jetzt brauche ich doch noch 30 Sekunden, sorry. Kein Problem. Wir haben ja tatsächlich die 30 Sekunden noch und wir haben endlich mal wieder traditionell schönes Wetter, zumindest hier in Ratingen. Ich denke mal, in Köln wird es ähnlich sein. Und da kommen ja auch noch ein paar Teilnehmer rein. So, hast du dich selber gefunden, oder? Ja, ich habe mich selber gefunden. Ich war verteilt. Okay, sehr gut. Gut, dann sag Bescheid, wenn ich den Bildschirm gerne übergeben darf. Klar, kannst du. Okay, sehr schön. Na logisch. So, dann von meiner Seite auch hallo und herzlich willkommen hier bei bestem Wetter live aus Köln in alter Tradition hier zum SEOtrader Helpdesk in Zusammenarbeit mit FX Flat und hier wie immer wunderschön anmoderiert von unserem lieben Nelson. Ne? Jetzt werde ich fast rot. Musst du nicht. Alles gut. Du machst das doch schön, das kann man ja auch mal sagen. Du machst das ja auch immer mit viel Freude und Motivation und so, wie es ja halt auch sein soll. Nee, aber es sah gerade gut aus, was ich da gesehen habe. Ich bin selber natürlich gespannt. Ich habe mich ja noch nicht geschafft, da irgendwie einzulocken, weil ich irgendwie gerade noch in diversen anderen Baustellen da halt hänge und mit dem SEOtrader. Und also ich glaube, eine Anmerkung brauchen wir dazu eigentlich nicht, weil ich hatte ja gesagt, wenn man das macht im Test, sollte man eigentlich schon auf der Beta-Version unterwegs sein. Aber jetzt hier für die Eurex-Symbole spielt es eigentlich keine Rolle. Also da sollte das mit der Version, die jetzt aktuell draußen ist, eigentlich auch problemlos soweit alles funktionieren. Und also was jetzt hier das Orderbuch angeht und entsprechend halt das Volumen. Und da war noch irgendeine Kleinigkeit, aber wie gesagt, das sind ja nur die Eurex-Symbole, ne? Das hast du ja auch, glaube ich, erwähnt. Jetzt erstmal und das genau, sollte wir starten erstmal mit Eurex, korrekt. Ja. Nee, von daher sollte das eigentlich mit der Version, die draußen ist, auch stressfrei alles machbar sein. Gut, Helpdesk. Wir müssen uns heute nur so ein bisschen kürzer fassen. Ich muss halt spätestens um 19 Uhr hier die Tür von außen zumachen. Aber bin da erstmal guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Ich blende mir jetzt erstmal die Fragen ein, was ja neuerdings tatsächlich funktioniert. Genau, und ich habe es gar nicht gesagt oder wir haben es nicht gesagt. Also bitte unbedingt Fragen reinstellen, denn das Webinar ist ja auch für Sie gedacht, damit Sie die Möglichkeit haben, auch Dirk direkt Fragen stellen zu können. Und wenn er das nicht weiß, dann wüsste ich nicht, wer das sonst irgendwas weiß, was jetzt SEOtrader betrifft. Von daher, ich glaube nicht, der ist ja pünktlich gekommen. Der Lutz schreibt, du hast das Webinar vergessen. Ich hätte es tatsächlich vergessen, ne? Also das ist, weiß ich nicht, es liegt ja momentan so ein bisschen an meiner generellen Überarbeitung, gerade hier an mehreren Fronten. Und ich hätte es wirklich vergessen. Also deswegen ich glaube, der Lutz war es, der hat es ja vorhin nochmal irgendwie gepostet. Von daher echt danke. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht da gewesen. Dann danke, Lutz. Nee, also das ist, wie der Nelson schon sagt, kein Monolog-Webinar. Also ich werde hier von selber gar nichts erzählen, sondern wirklich nur auf Fragen halt eingehen. Und das heißt, wenn da was kommt, gehen wir darauf ein. Wenn da nichts kommt, kann ich da wenig zu sagen. Ne? Also von daher, ihr müsst nicht Fragen stellen, nur wenn dann halt irgendwie irgendwo was ansteht, dann bitte gerne her damit. Ich hatte eine Frage weitergeleitet, Dirk, per E-Mail. Genau, die habe ich auf dem Schirm. Und mal gucken, wie weit ich da überhaupt drauf eingehen kann. Das habe ich mir vorhin auch schon angeguckt. Und mal sehen, also ob ich da halt wirklich weiterkomme. Ich bin auch jetzt heute hier nur im MT5
Demo konnte hier unterwegs für das Webinar. Das letzte Mal hat MT5 nicht funktioniert, dieses Mal ist es MT4. Das ist halt so, wenn halt hier Baustelle ist, dann geht immer irgendwie die Hälfte nicht. Das ist halt leider, was heißt leider, das ist halt normal. Aber jetzt, um hier auf ein MT4 zu switchen, hätte ich halt irgendwie ein größeres Backup zurückspielen müssen und das wollte ich jetzt natürlich nicht. Und vom Grunde her ist es ja im MetaTrader 5 ja nichts anderes. Da fragt der Lutz auch gerade, ob man auf die Beta hier eingehen kann. Macht eigentlich wenig Sinn. Das sollte man es wirklich dann aufheben für dann, wenn die Version draußen ist, zumal sich an der Beta jetzt irgendwie gerade nochmal, also für die, die es nicht wissen, als nächstes kommt die Version 2.5 raus. Und da gibt es halt nochmal ein paar Erweiterungen, ein paar Änderungen. Und die ist natürlich im ständigen Umbruch gerade. Das heißt, da gibt es auch schon mal am Tag 2 Updates. Und deswegen macht es irgendwie keinen Sinn, da jetzt großartig drauf einzugehen, sondern das machen wir halt, wenn es soweit ist. Und deswegen momentan dann bitte einfach nur auf die Sachen konzentrieren, die jetzt, beziehungsweise die Version, die jetzt halt draußen ist. Und alles andere macht, glaube ich, hier nicht so wahnsinnig viel Sinn für die meisten Teilnehmer, die hier dabei sind, weil die Beta haben wir auch, die meisten ja auch nicht, sondern es ist ja nur halt ein überschaubarer Kreis. Und von daher soll ja halt irgendwie möglichst für alle ja auch hilfreich sein, was halt hier besprochen wird. So, jetzt muss ich auch mal gerade hier noch was gucken. Die erste Frage kam jetzt gerade rein. Wo sind wir schon wieder hin? Und zwar, ab wann, der Tom fragt, ab wann der Strategietester mit dem Stereotrader im MT5 funktioniert? Das ist wahrscheinlich technisch erstmal gar nicht machbar. Also ich weiß, dass das halt irgendwie sich ja aktivieren lässt. Das sollte natürlich so nicht sein. Und sondern eigentlich sollte da eine Fehlermeldung kommen, die dann direkt sagt, funktioniert nicht mit dem MT5. Das liegt halt an so diversen Beschränkungen, die Meta-Quotes dann mit dem MetaTrader 5 da gemacht hat. Und der Strategietester hat ja auch längst nicht den Funktionsumfang von dem vom MetaTrader 4. Und deswegen ist es momentan leider nicht möglich und auch erstmal nicht abzusehen. Ich meine, es ist ja kein großes Problem. Man kann es ja halt mit, also alles, was im MetaTrader 5 hier halt machbar ist, geht ja auch eigentlich im MetaTrader 4, bis auf irgendwie wirklich nur 2, 3 Kleinigkeiten. Und von daher, wer dann Strategien testen will im History Trading, der sollte wirklich dann auf den MetaTrader 4 dann halt wechseln. Man kann es ja mit dem Demo-Konto machen, man muss ja nicht irgendwie ein Live-Konto dort haben. Und es ist leider so, es ist eine Beschränkung halt, die, wo ich bis jetzt keine Lösung sehe, wie man die umgehen kann, so dass es halt wirklich sauber funktioniert. Also von daher an der Stelle erstmal leider ein großes Fragezeichen zurück. Und vielleicht ändert sich da noch was und sobald da die Möglichkeit besteht, wird es natürlich auch gehen, aber habe ich halt leider keinen Einfluss drauf. So, gibt es dann auch das Live-Add-on, fragt der Johann. Live-Add-on, das ist eine Geschichte, die ist schon ganz lange in der Pipeline. Und ich kann für das Live-Add-on leider noch keinen Termin halt nennen. Das sind natürlich alles Sachen, die jetzt auch schneller kommen werden, weil ich ja auch hier mittlerweile Verstärkung habe im Entwicklungsteam und das auch glücklicherweise nicht mehr alles an mir alleine hängen bleibt. Und das ist natürlich auch ganz klar ein Thema, was auf der Liste ist und was sicherlich auch jetzt nicht mehr so lange dauern wird, wie es jetzt schon gedauert hat, aber hat jetzt irgendwie keine Priorität gehabt, aber logischerweise, klar, wird auf jeden Fall kommen. Also Live-Add-On, ich hatte das hier mal gezeigt, kann ich jetzt nur momentan halt nicht. Das ist halt, wenn man die Charts live auf einen anderen Bildschirm quasi übertragen kann. Also wenn ich hier was zeichne oder wer auch immer, dass man das halt in Echtzeit dann auch woanders abrufen kann. Also klar, wird kommen, ist nach wie vor, finde ich, ist auch eine gute Idee. Und wie gesagt, da es nicht an mir alleine mehr hängt, ist das natürlich erstmal positiv für alles, was jetzt in Zukunft kommt, wird dann ein bisschen schneller gehen. Aber wir haben schon noch ein paar Überraschungen, jetzt auch im ersten Halbjahr. Da darf man auch, glaube ich, mal gespannt sein. Da wird schon noch recht viel passieren, vor allen Dingen im Juni. Und ich möchte jetzt aber noch nicht zu viel verraten, also mal abgesehen von der Version 2.5, konnte auch noch was anderes. Und das ist auch vom Termin her fix. Das wird auch nicht länger dauern. Und aber wie gesagt, lasst euch nochmal überraschen. Da passiert auf jeden Fall noch einiges. So. Warum, fragt der Jürgen, ist der BE-Schutz nur noch im Panel einstellbar und nicht mehr im Setup? Das bezieht sich wohl auf die Beta-Version, würde ich mal behaupten. Nö, Jürgen. Also,
müssen wir uns, oder ich meine, das ist ja jetzt vielleicht eine Kleinigkeit. Also das hier, das ist ja das Panel von der Beta-Version, das sieht ein bisschen anders aus. Und man kann halt hier einfach den Break-Even-Schutz und den Trail, das hat voneinander abgekoppelt. Und das ist halt dann tatsächlich direkt hier einstellbar. Und das ist in der Beta jetzt gerade irgendwie, da fehlt einfach nur eine Einstellung im Setup. Das ist alles. Also hat damit nichts zu tun. Ne, deswegen, so einer Beta kann auch mal irgendwie was hops gehen. Also von Funktionen, die dann halt einfach gerade, also das Feld ist lustigerweise da, man sieht es nur nicht, es ist durch ein anderes überdeckt. Muss man halt mal so zu sagen. Da musste ich halt selber drauf gucken. Und da wurde ich ja halt auch drauf hingewiesen. So, da versuche ich mal irgendwie die Frage, die der Nelson mir zugespielt hat, versuche ich mal, keine Ansonsten Ahnung, ob. hätte ich tatsächlich noch eine Frage, was heute auch im Support aufgekommen ist, vielleicht auch für alle anderen interessant. Und zwar hast du ja die Möglichkeit, im StereoTrader SMA und EMA als Trailing einzustellen. Und hier mal die Frage, wo kann man das einstellen, wenn man jetzt eine andere Periode haben möchte? Und wie unterscheidet man zwischen SMA und EMA? Okay, ich glaube, dann nehme ich aber besser hier mal nicht den DAX, sondern wir nehmen was, was sich bewegt. So, hier ist mal kurz raus. Dann schnappen wir uns mal hier den DAU. So, der bewegt sich ja wenigstens im Allgemeinen. Ja, das dauert halt hier immer alles ein bisschen länger in der Beta-Version, weil da halt so viele Abfragen drin sind, die in der normalen Version nicht drin sind. Deswegen ist es halt hier immer so ein bisschen zäher. Das nur zur Erklärung, wenn man hier sieht, dass es irgendwie ewig lädt. Das hängt mit diversen Überprüfungen und Messungen halt zusammen, die halt immer im Hintergrund laufen. So, aber kurze Rede, langer Sinn. Machen wir doch einfach mal den M1 hier auf. So, machen wir das hier mal ein bisschen enger. Und packen uns mal. So, wo geht er hin? Rauf oder runter? Wir tippen hier einfach mal eine Runde auf runter. Ich mache das mal alles aus, damit wir hier nicht direkt abgeholt werden. So, jetzt muss ich mal selber gucken, wie das hier funktioniert. So, bauen wir erstmal einen Moving Average ein, dass man überhaupt mal sieht, worüber wir hier reden. Ich mache mal hier den 200er EMA und den. Sagen wir einfach mal noch den 50er SMA. Gib mal dem eine andere Farbe. Also die Frage ist ja halt, wie stellt man einen Trailing Stop entsprechend halt auf einen EMA oder SMA halt ein? Das ist jetzt hier natürlich so minimal anders als in der Version, die draußen ist, aber das Prinzip ist dennoch das gleiche. Also mal angenommen, ich bin hier short oder wäre hier schon längst short gewesen. Und will jetzt zum Beispiel hinter dem SMA 50 hier im M1, jetzt in dem Fall, also Timeframe ist ja egal, im M1 hinterher trailen. Das heißt, ich will ja eigentlich, dass mein Trailing Stop, also beziehungsweise mein Stop Loss, dass der halt quasi hier hinterher dackelt. Ja, also immer wenn es hier ein Stück weit runter geht, dass der Trailing Stop mitläuft. So, das kann man eigentlich, das kann man ganz einfach machen, indem man halt hier auswählt. Zum Beispiel jetzt SMA 50, der ist ja auch drin. Und den Trading Beginn, ja, also den Trail Start, ich glaube Trading Beginn heißt es irgendwie in der aktuellen Version, der muss natürlich getriggert werden, das ist ja das Ding hier, das heißt, dass er anfängt zu trailen, sobald ein bestimmter Kurs erreicht ist. So, sagen wir mal, der wäre jetzt hier schon gewesen, ja, oder ab da darf er generell trailen, ja, das ist zwar jetzt sogar schon im Verlust, spielt aber keine Rolle. Hier stelle ich die Trailing-Distanz ein, also 5 Punkte. Und dann muss ich eigentlich, also das sieht in der aktuellen Version ja fast genauso aus. Und dann muss ich halt einfach nur Trail auch noch aktivieren. Das sieht jetzt halt von der Darstellung ein bisschen anders aus. Das ist hier so ein kleines TRL. Das ist aber nichts anderes. Heißt, und das sieht man ja auch, ne? Wenn hier die Tooltips angezeigt werden, da steht ja eine Erklärung dabei. Und dann muss der einfach nur aktiviert werden. Und dann sieht man, er springt dann auch direkt hier hin. Und wenn jetzt die Minute um ist, also hier im Abstand von 5 Punkten, ne, das heißt also immer über der letzten abgeschlossenen Periode, und dann kann man halt hier messen, hier oben war das Ganze, bis da hoch, das sind dann halt eben besagte 5 Punkte plus den Spread, der wird halt immer,
dann auch mitgerechnet. Deswegen sind es natürlich, wenn man jetzt hier misst, dann halt 6 Punkte, weil halt eben klar, ne, der Spread halt mit dazu gerechnet ist. So, und da wird man jetzt halt sehen, in 20 Sekunden, hoffentlich ist er nicht schon ganz da oben, dauert es eben alles Mögliche zuzutrauen, und wird man halt sehen, dass er dann halt entsprechend nachspringt. Wichtig ist halt immer nur, dass der Trading-Start, also der, wo er anfängt zu traden, der muss halt stimmen, wenn der Trade aktiviert ist. So, ist jetzt was passiert, das habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, der hat sich jetzt auch fast nicht bewegt hier, ne? Ist halt fast auf gleichem Niveau geblieben. So, das heißt, ne, also wenn der jetzt zum Beispiel hier unten liegt, dann passiert dann natürlich nichts, ne? Weil der würde erst anfangen zu trailen, wenn halt der Trigger hier, also der Trading Start, erreicht ist. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Verlust direkt schon lostrailen will, dann schiebt man das Ding einfach hinter den Entry wie an der Stelle und dann läuft er da halt hinterher. So, und das also generell, wenn ich das jetzt weiterlaufen würde, ich kann natürlich auch hier den Abstand auf 0 als Beispiel stellen, damit man es mal besser sieht. Ne? Das hat hier einfach nur noch der Spread, der dazwischen ist. Und könnte ich auch zum Beispiel minus 1, so, da wäre halt gar nichts mehr. Ne? Da sitzt er halt genau drauf, ohne Spread. Vielleicht zum Verdeutlichen ein bisschen einfacher. Also wenn man das laufen lässt, hängt der halt einfach immer hier an dem SMA halt dran. So, ne? Jetzt hat man gesehen, ist nochmal ein Stück runtergesprungen. Und so geht es halt immer schrittweise weiter. Genauso kann ich natürlich hier den EMA auswählen, also der EMA 200. Das wäre dann hier oben der. So, jetzt steht, wobei ich mich jetzt halt, ah genau, der ist jetzt deswegen tiefer als der EMA, weil mein Stop-Loss kleiner ist. Ne? Der sucht halt immer den kleinsten Wert aus. So, sieht man ja, ne? Wenn ich den Stop-Loss ausschalte und nur den Trading-Stop drin habe, dann hängt er sich exakt da oben hin. Und wie gesagt, wenn der Stop-Loss kleiner ist, wird natürlich immer das kleinere Risiko dann halt ausgewählt. Das heißt, der würde jetzt hier erst anfangen zu laufen, wenn der EMA 200 dann entsprechend auch hier unter meinem Stop-Loss ist. Ne? Und auch immer nur, wie vorhin schon gesagt, wenn im Falle von Short als Beispiel der Kurs unter meinem Trigger, also unter meinem Trading-Start halt entsprechend auch ist. So, jetzt war noch die Frage, wie kann man das halt selbst einstellen und beziehungsweise wie kann man eigene SMAs zum Beispiel oder EMAs hinzufügen. Das geht hier oben über Setup, also einfach Klick aufs Logo und dann bei Trading. So, und dort gibt es, ich weiß, sieht bei euch auch momentan anders aus, aber dort gibt es zum Beispiel Trailing MA Periods. Ja, und also jetzt auf Englisch, wie es auf Deutsch jetzt heißt, weiß ich gar nicht, aber so ähnlich ja dann irgendwo. Und dort stehen ja halt so diverse Zahlen hat hier drin und man sieht jetzt hier zum Beispiel 12, 20, 50, 200. So, wenn ich dann halt hier reingucke, was an Trading Stops oder an Trails generell zur Verfügung steht, dann ist es SMA 12, 50, 50, 12, 20, 50, 200. Also genau die Zahlen, die halt hier drin stehen. Und dahinter gibt es dann noch negative Zahlen, minus 21, minus 200. Und das Minus heißt nichts anderes, als das soll kein SMA sein, sondern ein EMA. Entsprechend habe ich jetzt hier minus 21, 200. Wenn ich dort in die Liste gucke, das sind, glaube ich, auch die Standardeinstellungen, da sieht man auch EMA 21 und EMA 200. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einen SMA 12, 8 als Beispiel dazu haben will, füge ich den einfach hier ein. Und hier, wenn ich noch ein EMA, was gibt es da noch so, zum Beispiel den 50 irgendwie auch noch dabei haben will, EMA 50, warum auch immer. Und jetzt dient ja hier nur zum als Beispiel, dann gebe ich das hier ein mit minus 50 und wichtig ist halt immer, dass dann ein Semikolon dazwischen ist. Dann wird es auch entsprechend erkannt und dann halt hier in die Liste hinzugefügt. So, jetzt hoffe ich, dass mein Reset hier stressfrei funktioniert. Ja. Okay, und dann sieht man jetzt hier in der Liste, da gibt es jetzt noch einen SMA 12, den habe ich ja gerade hinzugefügt und den EMA 50. Und generell ist es auch so, dass wenn man zum Beispiel halt, ich mache das mal hier erstmal weg, wenn ich zum Beispiel eine Order habe, wobei man da halt gucken muss, ich glaube, das ist in der aktuellen Version nicht ganz so elegant gelöst wie jetzt in der neuen Version. Aber generell ist es halt auch so, dass ich halt Orders ja genauso trailen kann. Ich kann auch genauso gut zum Beispiel dieser Order sagen, klemm dich an den EMA
200 zum Beispiel. Ja, und dann sieht man, dann hängt die sich auch entsprechend hier dran, entsprechend auch mit einer Trading-Distanz. Ja, und da kann ich genauso gut eine Order da halt auch so traden. Also alles, was ich halt hier in diesem Feld halt eingebe, hier bei Trading, bei den Perioden für die SMAs, EMAs, erscheint sowohl in der Trading-Stop-Liste, was da halt verfügbar ist, als auch hier bei den Orders, die ich halt traden kann. Okay, soweit? Ich denke ja. Ja, ne? Sowas kann man natürlich dann auch im Strategietester ja dann auch problemlos einfach mal ausprobieren. Also dort kann man es ja, das ist halt das Schöne entsprechend am MetaTrader 4, dort im History Trading, dort kann ich ja halt auch einfach solche Indikatoren hinzufügen. MetaTrader 5 geht das ja nicht mal, warum auch immer. Also das finde ich halt irgendwie auch so nicht so wirklich klasse, dass man dort halt irgendwie deutlich weniger Möglichkeiten hat, um jetzt halt ja, halt hier gerade Indikatoren und sowas halt irgendwie einzubauen, zu testen, als jetzt hier zum Beispiel beim MetaTrader 4. Aber da hat sich MetaQuotes wohl andere Gedanken gemacht und es ist halt, wie es ist. Aber es geht ja generell im MetaTrader 4, um das stressfreier auch zu testen. Okay, der Lutz schreibt nein. Was meint er mit nein? Achso, bei deiner Frage, ob sich irgendwas geändert hatte bei dem Trading, aber hat sich ja schon erledigt. Okay. Gut. So. Also, dann mal noch hier die Frage aus dem, die ich halt vorab bekommen habe. Das ist der Teilnehmer da. Also es ging ja hier um das ATR Brackets Ja, ist von Nina. von Nina. Aha, okay. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr Input, was da jetzt genau gemeint ist. Also die Frage ist ja, ich möchte, dass, wenn eine Position läuft, dass nicht eine weitere Limit oder Buy Order gesetzt wird. Mit Aktivierung von OKO funktioniert es leider nicht. Da ist halt die Frage, wenn die läuft. Das heißt, gemeint ist ja vermutlich, also ich kann das mal erstmal hier kurz laden, damit wir überhaupt mal wissen, worüber, beziehungsweise mal sehen, worüber wir überhaupt reden. Das ATR Brackets. So, das heißt, damit habe ich ja halt die Möglichkeit, das ist ja halt ein Bot, der hier mit dabei ist. Und wenn man den aktiviert, und dann sollte Folgendes passieren. Ja, na, das heißt, hier jetzt plötzlich zwei Orders auftun. Und das heißt, damit kann ich halt mit der ATR, also die Average True Range, die Volatilität, die gerade jetzt vorherrscht, jetzt hier im M1, kann ich halt ein Bracket halt definieren. Das heißt also eine Klammer sozusagen um den aktuellen Kurs drumherum, um mich mit der Volatilität entsprechend halt in den Markt per Limit oder per Stop-Order da halt einstoppen zu lassen. Und die müsste eigentlich, wenn ich das, ich habe die jetzt selber auch nicht so oft auf dem Schirm, ja, hat man jetzt gesehen, ne, neue Minute. Und dann, das heißt, die umklammert halt immer so den Kurs. Und damit kann man natürlich dann Ausbrüche handeln oder natürlich auch Fake-Ausbrüche in genau die andere Richtung. Und die ganzen Parameter kann man hier unten einstellen. So, und ich vermute mal, dass die Frage jetzt ja dahingehend abzielt, das schreibt sie auch gerade, wenn ein Trade eröffnet wird und läuft, setzt er eine weitere Limit- oder Sell-Order, obwohl der Trade noch nicht beendet wurde. So, da muss ich auch mal kurz selber nachdenken. Und OKO ist gesetzt. Ich weiß, dass dieser OCO, das heißt ja an der Stelle nichts anderes als, dass die eine die andere löscht. Jetzt will ich aber tatsächlich nicht ausschließen, dass das jetzt hier in der Beta-Version bei mir völlig anders ist als in der Version, die draußen ist. Das muss ich mir leider tatsächlich genau angucken. Was ist jetzt passiert? Ja, das sind so die Tücken der Beta, jetzt wahrscheinlich hier gerade, warum jetzt die Orders verschwunden sind, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Ich muss das einfach nochmal aktivieren. Das kann aber wirklich sein. Wie gesagt, ich bin hier Beta und das hat jetzt irgendwie, das sollte natürlich bei der Version, die draußen ist, sieht es mit Sicherheit ein bisschen anders aus. So.
Das heißt, die Grundidee ist, wenn man OCO aktiviert, dass wenn eine gefüllt ist, die andere entsprechend weg ist. So, wenn das nicht funktioniert, ich muss das leider still auf 3 oder 4. Auf 3 oder 4. Was soll ich auf 3 oder 4 stellen? Weil, habe ich jetzt nicht verstanden. Also, die Idee ist ja halt, wenn eine gefüllt ist, dass die andere entsprechend weg ist. Macht auch eigentlich soweit Sinn, zumindest mal, wenn sie jetzt außerhalb von meinem Stop-Loss halt liegt. Und das heißt, wenn sie also, hat irgendwie hier keine Lust mehr, die Orders drin zu lassen. Also wenn halt eine gefüllt ist, mal angenommen, ich wäre jetzt hier oben drin gewesen. Und so, wenn mein Stop-Loss natürlich enger liegt, dann spielt es ja nicht wirklich eine Rolle. Aber ansonsten ist natürlich richtig, könnte man das schon so machen, dass die halt, ich weiß, das hatte mal irgendwie eine andere Bedeutung. Sorry, wenn ich hier so ein bisschen verwirrt rede. Ich denke nur irgendwie gleichzeitig nach, was es damit auf sich hatte. Und auf 3 oder 4, ach so, okay, weil die ATR runtergeht, alles klar. Das ist der Schwellwert, wann überhaupt Orders gesetzt werden. Und ja, genau, und deswegen ist die hier halt wahrscheinlich auch verschwunden, weil wenn die ATR, also die Volatilität, so niedrig ist, und dann macht er nichts Neues mehr an der Stelle. Das wird wahrscheinlich hier auch der Grund gerade gewesen sein. Ja, jetzt springt es ja auch wieder. So, nee, wie gesagt, also es hat mit Verwirrung nichts zu tun. Ich überlege nur gleichzeitig, während ich hier das erzähle, was das damals halt irgendwie damit auf sich hatte. Und ich glaube nämlich, dass das, ich bin da leider jetzt auch nicht so tief drin in dem Add-on, da müsste ich selber nachgucken. Das hatte irgendeine andere Bewandtnis noch mit der One Cancels Other, also diese OCO-Funktion. Und das muss ich mir angucken, Nina, was das halt war. Also gucken, vielleicht kriegen wir jetzt hier auch gerade mal, ich kann das ja mal einschalten, aber jetzt ist es eh zu spät, weil die ja schon gesetzt sind und das Attribut nicht nachgeliefert wird. Ich mache das einfach nochmal neu an der Stelle. So, gehen wir raus hier. Und ich kann hier mal gucken. Ah, so. Ob da irgendwas gesetzt ist. CSTO ist aber gesetzt. Das heißt, ja, der wird wahrscheinlich nur, wenn der dann halt erkennt, das ist wahrscheinlich das Problem. Das heißt, das Attribut, gehe ich mal von aus, das funktioniert. Also sind ja hier beide gesetzt, CS und CO. Das heißt, wenn halt entweder die oder die andere Order halt gefüllt wird und dann wird die jeweils andere gelöscht. So, gleichzeitig fürchte ich aber, dass hier unten geguckt wird, ist die Order da? Wenn nicht, dann setzt sie hin. So, und das kann jetzt ein Fehler sein oder es hat einen anderen Hintergrund. Das müsste ich mir wirklich angucken. Also sorry, wenn ich da jetzt nicht komplett irgendwie drauf eingehen kann, aber ich verspreche dir, ich schreibe mir das auf und gucke mir an, was es damit auf sich hat. Weil ich weiß, ich hatte die auch mal genutzt in dem NFP Live Trading auch mal. Das ist schon lange her und gibt es aber sogar irgendwie ein Video auch dazu, aber es ist urlange her. Da hatte ich die halt auch schon mal drin. Und da meine ich aber, das hat funktioniert. Genauso, wie du das halt irgendwie gerade beschrieben hast. Und eigentlich sollte es das auch. Also wenn da irgendwas da anderes hintersteckt, ich weiß jetzt nicht, wer alles die Funktion benutzt, aber wenn die benutzt wird, und dann gehe ich dann natürlich drauf ein und werde das dann entsprechend anpassen. Ne? Ich hoffe, das ist für dich okay. Aber das jetzt natürlich auch hier live zu demonstrieren und auszuprobieren, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Alright, guck mal, der Ingolf ist auch da. So, haben wir denn noch irgendwas? So, gibt es für den, da kommt auch schon was, gibt es für den Stereotrader einen Zeitstopp? Ja, logisch gibt es den Zeitstopp. Zeitstopp, fragt der Stefan. Den kann man einfach einstellen bei Auto-Exit. Das heißt, ich mache mal hier weg, bei Auto-Exit, wenn ich also einen Trade laufen habe und sage, ja, ich will Freitagabend 21.59 Uhr, habe ich eigentlich keine Lust mehr, den mit ins Wochenende zu nehmen, stellt man hier einfach ein. Also hier die Endzeit dann als Beispiel auf 21.59 Uhr, ja, hier unten in dem Feld und dann halt aktivieren das Ganze. Und wie man sieht, wird halt hier immer beides aktiviert, weil es ja halt eine Range ist, also eine Zeitrange, in der das Ganze dann halt läuft. Und dann ist man auch entsprechend um 21.59 Uhr flat. Wichtig wäre dann halt nur dabei, wenn man auch Orders drin hat und will, dass die auch weg sind, dass man auch gleichzeitig hier Delete Orders auswählt. Das heißt,
dann wird, wenn Auto-Exit, egal warum Auto-Exit hier getriggert wird, dann werden gleichzeitig halt, wird nicht nur sozusagen der Exit für den Trade getriggert, sondern gleichzeitig auch alle Orders gelöscht. Also eine ganz einfache Funktion und auch sicherlich hilfreich, einfach hier einstellen. Und natürlich ist wichtig, dass der Stereo Trader dann halt noch läuft, ganz klar. Also Computer ausschalten funktioniert dann natürlich nicht und deswegen natürlich auch immer meine Empfehlung für ein VPS-System, weil es da dann halt einfach 24 Stunden am Stück durchläuft und die auch die Verbindung entsprechend vom Hoster dann auch gewartet wird und da eigentlich in der Regel auch nichts verrutscht. Okay, so, also. Erstaunlich heute, so ja, super besucht und aber ja, wir haben hier richtig Fragen. Viele Teilnehmer und so schön ruhig, die sitzen alle in der Sonne und lauschen wahrscheinlich einfach nur und denken, red du mal. Nee, ich hatte vorhin in der Gruppe gepostet, ich lege mich jetzt in die Sonne und schlafe eine Runde, habe ich vorhin auch gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt dann halt die passende Antwort dazu. Ja, okay, also wenn sonst nichts kommt, dann sind wir heute auch gerne mal früher fertig. Habe ich ausgerechnet heute gar kein Problem damit. Gerhard fragt, warum funktioniert das Sport-Add-on auf dem MT5 nicht? Doch, funktioniert doch. Warum soll das nicht funktionieren? Also wüsste ich jetzt irgendwie keinen Grund dafür, warum das nicht funktionieren soll. Aber wenn halt speziell was mit dem Sport-Add-on ist, da, weil das ja nicht allgemein halt wiederum ist, ne? Das halt am besten dann halt irgendwie mal bitte genau per E-Mail beschreiben. Da kommt ja dann auch, wenn man sich da an uns wendet, also das machen ja der Oliver und ich zusammen mit dem Sport-Add-on, der Oliver Schwab. Und wir kümmern uns da gerne drum, aber brauchen natürlich halt auch dann Infos, weil das ganz oft echt speziell ist. Und das, weil es ja auch nicht gerade irgendwie ein kleines Add-on ist. Und aber wie gesagt, wir gehen gerne drauf ein, aber wir brauchen dann halt schon ein paar mehr Infos. Habe ich schon per Mail beschrieben, aber keine Antwort erhalten. Also wir beantworten tatsächlich, will ich jetzt hier mal behaupten, 100% von allem, was reinkommt. Und will jetzt aber natürlich, ist es natürlich immer möglich, dass mal irgendwas versehentlich im Spam landet oder so. Und ich werde mir den Namen notieren und werde mal gucken, ob da irgendwo was gelandet ist, wo es nicht hin sollte. Also deswegen, also wir kümmern uns definitiv immer drum, zumal wir auch immer beide halt ja auch die Mails bekommen. Ja, 99,9% ist es dann wahrscheinlich an der Stelle, aber mit Sicherheit keine Absicht. Ja. Also gucke ich gerne nochmal nach und falls der Olli hier dabei ist, der kann ja auch nochmal irgendwie gucken, vielleicht sieht der ja irgendwo was, ob da irgendwas untergegangen ist. Also sorry dafür, mit Sicherheit keine Absicht. Ich habe ein monatliches Abo. Wenn der Stereo Trader dann neu aktiviert wird, sind meine ganzen Einstellungen weg. Eigentlich nicht, ne? Weil die Einstellungen werden ja halt die Einstellungen werden immer global gespeichert. Und da ist es ja so, dass was allerdings oder die Art und Weise, wie es gespeichert wird, ist halt immer die Einstellung. Also wenn ich jetzt hier irgendwas einstelle, ja, also jetzt hier sei es unter Trading, Terminal, weiß der Kuckuck was, ja. Es gibt teilweise Einstellungen, die sind global. Das heißt, die beziehen sich dann halt auf egal welches Konto. Und egal welches Instrument, die werden global angewendet. Das sind zum Beispiel die Layout-Einstellungen, hier Displaygröße und so weiter. Sowas alles ist halt global. Dann gibt es Einstellungen, die sind halt pro Konto. Und dann gibt es wiederum Einstellungen, die sind halt pro Konto, pro Strategie. Und das heißt, wenn man dann halt irgendwo die Kontonummer als Beispiel zwischendurch wechselt oder die Strategie oder das Symbol und dann sind die Einstellungen dann halt teilweise nicht da. Ja, das heißt aber, das wird immer sehr differenziert. Ich kann das jetzt hier nicht alles aufzählen, was, wo, wie gespeichert wird. Aber das wird alles gespeichert. Da wird auch vom Setup, wenn man das zum Beispiel aufruft, nie was überschrieben oder gelöscht, sondern das bleibt immer alles da. Und das sind ja alles Klartextdateien auch. Genau aus dem Grund, damit eben nichts gelöscht wird. Und deswegen, wenn ich halt dann hier dann lese,
wenn er dann neu aktiviert wird, sind die ganzen Einstellungen weg. Also wie gesagt, eigentlich nicht, ne? Ich kann auch zeigen, wo die gespeichert sind. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel dann auf Dateiordner an der Stelle halt öffnen geht und dann findet man die, ja, da kommt man hier so einen schrägen Ordner da halt rein. Da gibt es zum Beispiel dann halt hier Metacodes, Terminal und da gibt es einen Ordner, der heißt Common. Dort gibt es einen Unterordner, der heißt Files und dann STMT4, STMT5. Ja, also in dem Fall wäre es jetzt hier STMT5 Setups. So, und dort liegt das meiste drin, nicht alles. Ja, also wenn es halt, das ist das, was halt jetzt pro Konto und pro Instrument und pro Strategie gespeichert wird. Und dann gibt es aber nochmal globale Einstellungen, die liegen aber dann tatsächlich nochmal wo ganz anders. Aber die Haupteinstellungen, die liegen hier in diesem Ordner. Und die findet man dort. Das sind alles Klartextdateien, die man sich auch angucken kann. Beziehungsweise, wenn man eine Datensicherung macht, sollte man den Ordner hier auch mitsichern. Was ich aber weiß und auch schon gesehen habe, es gibt wohl diverse Installationen, die dann halt zum Beispiel im Netzwerk sind, ja, was dann halt irgendwie gewartet ist und wo dann halt ein Admin dahinter hängt. Da habe ich tatsächlich schon gesehen. Ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert. Da war es aber tatsächlich so, dass da irgendwas im Hintergrund gelaufen ist und das hat ständig alles gelöscht, ja, was halt irgendwie der Stereo-Trader da halt an Dateien erzeugt hat. Aber der Stereo-Trader löscht keine Dateien, wirklich keine einzige. Also es sei denn, ich gehe natürlich hier irgendwie auf Setup und mache dann hier unten Reset und da steht es ja auch dabei, mit Shift kann ich alles, was mit diesem Broker zu tun hat, löschen und mit Control kann ich alles löschen. Ja, dann, das ist, und das ist die einzige Funktion überhaupt, die Setups löschen kann. Und, aber ansonsten, weder bei der Installation passiert das noch irgendwo sonst im Stereo-Trader. Und deswegen würde ich da wirklich immer ein Auge drauf halten auf irgendwie Antivirenprogramme oder irgendwelche Schutzprogramme, die da halt im Hintergrund laufen. So, ATR im MT4, MT5, 4,61, schreibt der Ralf. Ich habe den gleichen Chart wie du und das gleiche Add-on. Ich habe im MT4 andere Werte. Wie kommt das? Gute Frage. Also die sind, also 4,15 und 4,61. Weiß ich nicht. Das sollte natürlich eigentlich gleich sein. Ja, also hier unten ist das ATR-Bracket. Aber ich glaube, das wird auch nur aktualisiert, wenn es eingeschaltet ist, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, 4,5. Also ändert sich ja eh minütlich, ne? Und auch nur, wenn es eingeschaltet ist. Ich glaube, ansonsten wird das hier unten nicht aktualisiert. Aber ansonsten sollte das natürlich eigentlich schon gleich sein. So. Funktioniert das ATR-Bracket auch im Euro? Sollte eigentlich auch im Euro funktionieren. Wenn nicht, ich glaube, das ist sogar im Quellcode dabei, oder? Das ATR-Bracket. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Kann man ja mal gucken, kann aber sein, dass hier, ah doch, ich habe ein paar Kurse hier. Weil ich weiß nicht, ob der Thorsten mir das berichtet hat, oder also Thorsten Helbig, oder jemand anderes, der mal gemeint hat, irgendein Tool funktioniert nicht im Euro. Und das war der Skype Agent. Der Skype Agent, aber den haben wir ja mal irgendwie getestet. Das hat ja funktioniert dann halt, ne? Komischerweise. Genau, du hast getestet und bei dir hat das funktioniert, genau. Ja, es kann natürlich echt sein, dass ich dann auch irgendwie dazwischendurch dann halt mal irgendwie was an der API geändert habe und das dann halt irgendwie automatisch irgendwie mitbehoben war. So, können wir mal gucken hier, was der Euro dazu sagt. Aber es gibt jetzt erstmal keinen Grund, außer wir haben halt hier irgendwie eine falsche Umrechnung von Punkten nach. So, was haben wir hier? Minimale ATR, die wird zu groß sein für einen Euro. Hier haben wir 0 ein. Aber sollte eigentlich, ja, geht, ne?
Gut, Frage beantwortet. Okay. Dann hier noch der Waldemar. Hallo Dirk. Ist es möglich, ein frei definiertes Raster oder eine Box anzulegen, ähnlich wie deine runden Marken? Nur, dass ich bestimmte Level selbstständig definieren kann. Also mal angenommen, alle Kursbereiche, die mit einer 20 zu tun haben, mit einer Linie zu versehen, zum Beispiel. Ja klar, das geht, muss man aber halt programmieren über die API. Also geht jetzt natürlich nicht auf Knopfdruck, aber ist jetzt kein großes Hexenwerk, sowas zu programmieren. Aber jetzt, wie gesagt, nicht auf jetzt hier mit Knopfdruck, oh, sag mal, per Knopfdruck auf Anhieb. Okay. Gut. So, da kommt nichts mehr. Sehr schön. Nee. Also die Androhung, zumindest früher Feierabend zu machen, hat kurzzeitig geholfen. Achso, der Johann hat ja noch eine Frage an dich bezüglich deiner Ping-Werte. Ping? Warum hast du auf dem VPS 96,5? Ach so, da unten. Hier die weiß ich nicht. Da stehen manchmal ganz komische Zahlen, die ich noch nie verstanden habe. Also hier steht ja eigentlich so die Bandbreite, aber da stehen halt manchmal Zahlen, wo ich so denke, das kann gar nicht sein. Also weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht beantworten. Weil du schreibst ja gerade bei VPS 96,5, hier steht da gerade irgendwie 707. Also. Achso, nee, bei dir war das Wechsel zwischen Datenübertragung, was du jetzt da unten, ja, genau. Ja. Was du sendest und empfängst und da die Millisekunden. Okay. Und das andere ist der Ping dann, oder? Genau, das ist jetzt tatsächlich, was jetzt unter Ping gemeint ist. Und das andere ist die Datenübertragung. Nö, es kann ja auch sein, dass meiner langsamer ist. Also bei mir ist es aber auch so, der VPS, der hier jetzt, der steht auch in Deutschland, der steht nicht im Ausland. Und infolgedessen, also der ist jetzt nicht optimiert irgendwie fürs Handeln, sondern der ist halt optimiert für Entwicklung. Und deswegen habe ich da halt andere Präferenzen, was halt die Übertragung angeht. Und aber ansonsten, klar, wenn natürlich da 95 stehen, ist es halt zu viel, also wenn man handelt. Also ich weiß, ich mache auch die Live-Tradings mit dem, aber das ist natürlich halt auch der Grund, warum das halt alles nicht ganz so optimal ist, wie ich das bei den Webinaren halt immer gerne hätte. Aber wie gesagt, das ist hier ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist eigentlich kein Handelsserver, den ich hier habe, sondern da läuft einiges andere eben drauf. Okay. Gut, so, Viertel vor ist ja hervorragend. Also noch gibt es die Chance, Fragen zu stellen. Nein. Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du einfach alle sperren und damit bloß keiner mehr was schickt. Aber ich weiß genau, wie es ist. Wenn es zum Schluss heißt, so, wir sind fertig, dann kommen nämlich immer alle, ah nee, da war einer was. Und dann haben wir nach 7:30. Und das wäre dann halt heute ein bisschen ein Problem. So, wie kann ich meine Zeichen zum Beispiel mit Rechteck, mit Farben füllen? Fragt der Karl. Das ist ja eine MetaTrader 4, beziehungsweise generell eine MetaTrader-Geschichte. Aber kann man doch, also hier, ich hoffe, das funktioniert hier im Vorführeffekt. Wenn man hier zum Beispiel Shapes, Rectangle, so, das ist bei mir eigentlich immer auf Anhieb gefüllt. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt überfragt, ob man das hier auch noch einstellen kann. Fill. Ja. Also wenn das halt ausgeschaltet ist, vermute ich mal. Genau. Betrifft aber auch nur MetaTrader 5. Im MT4 gibt das nicht. Okay. Das ist vorne reingefüllt. Ja. Also dann habe ich halt entsprechend kein Filling. So ist es halt da. In einem wunderschönen Violett. Na gut, Dirk, dann wollen wir dich entlassen jetzt. Ja, sehr gut. Aber wir haben ja alles durch, wir haben ja nichts liegen lassen. Also von daher ist ja alles gut so. Wir müssen ja auch nicht immer ewig machen. Das ist ja auch schönes Wetter und haben ja bestimmt auch ein paar andere hier noch was anderes zu tun.
als mir die ganze Zeit so zuzuhören. Das Okay, glaube ja ich gut. nicht. Dann doch, mit Sicherheit. Das ist auch völlig legitim und finde ich auch gut so. Okay, dann sage ich mal Dankeschön an der Stelle. Und ja, es kann ja bestimmt nicht mehr so lange dauern, bis wir nochmal irgendwie demnächst hier on air sind. Selbstverständlich nicht. Nächste Woche, Dienstag. Ach, du ahnst es nicht. Muss ich den DAX handeln? Ich hoffe nicht. Du kannst auch mal den Euro handeln. Du ja, kannst NFP auch mal US-Dollar-Cut handeln. Es gibt so ja, viele stimmt, war ja was. Möglichkeiten. Nee, mit dem DAX, ne, das ist halt, ich habe das ja irgendwie vor, du weißt nicht, das war 2 Wochen gesagt. Ich kenne das Viech. Wenn jetzt eine Tausender-Marke kommt, dann hängt der da wochenlang dran rum. Und genau so ist es. Der bewegt sich einfach nicht mehr. Ne? Also, das ist halt momentan, das ist ein Albtraum. Also, wenn das nächste Woche noch so ist, dann verschieben wir das lieber, glaube ich. Bis der wieder irgendwo sich in normale Gefilde begibt, wo sich wieder was bewegt. Nee, aber ansonsten klar, Simon, ist ja tatsächlich dann halt nächsten Dienstag. Ja, Goldlong ist auch immer schön, sagt der Bernd. Warte mal ab. Wir sprechen uns zu den NFPs. Da reden wir nochmal darüber, ob Goldlong war oder halt eben nicht. So wirklich glaube ich denn nämlich nicht dran. Ich habe es jetzt vorhin, ich hatte hier einen Trade auf und der ist ja irgendwie mit null raus. War vielleicht ein bisschen früh. Aber wir gucken einfach in 2 Wochen. Ich meine, das weiß ja keiner. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Nummer, die man morgens irgendwie damit großartig Volatilität handeln kann. Manchmal ist es so, aber halt eigentlich steht es morgens immer nur rum und macht dann irgendwann im Laufe des Tages was. Und Gold ist da immer so ein bisschen speziell. Das muss man eigentlich ständig beobachten, Gold. Und irgendwann passiert dann was. Und keiner weiß, wieso genau dann. Und also so geht es mir halt mal immer. Aber da gibt es irgendwie keine Zeiten, wann da halt irgendwie in Gold halt Volatilität kommt. Also vielleicht täusche ich mich da, ja. Vielleicht da jemand ganz anderen Ansatz. Aber ich habe den irgendwie noch nicht erkannt. Ich habe das immer nur nebenbei auf und gucke, wenn sich was bewegt. Und dann so, okay, könnte passen, so entsprechend auch heute Morgen. Und irgendwie Gold Short kam irgendwie 30 Punkte weit oder so. Und dann ist es halt dann nachher halt nochmal zurück auf Null. Und dann habe ich auch gesagt, komm, vergiss es. Das muss noch ein bisschen in der Gegend rumtanzen und das kann man nochmal irgendwie machen. Also nicht unbedingt was für morgens, glaube ich. Aber wir gucken mal, bis nächste Woche ist ja noch ein bisschen, irgendwas wird sich da schon ergeben, wer auch gut läuft und heute gut gelaufen ist, ist der Dow. Und auf den es meistens Verlass, was Vola angeht. Und der macht halt ja auch morgens seine Strecke und mitunter sauberer als nachmittags. Und daher hätte ich den sowieso gerne und wollte ich auch beim letzten Mal schon machen, aber da hat er sich halt leider ausgerechnet da halt auch gar nicht bewegt, das Viech. Also gut, ist halt manchmal so. So, nichts mehr über Trading im Chat schreiben, sonst redet der Dirk doch noch bis 19 Uhr. Ja, genau, ne? Pass auf, ich mache es mal ein bisschen schneller. Ich bedanke mich schon mal, wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Hat mich echt gefreut, dass wieder in dem Webinar so viele dabei waren. Und nächstes Stereo Trader Helpdesk wird am 20. Mai sein. Und ansonsten haben wir es eben schon angekündigt, nächste Woche Dienstag Live Trading, 8:45 dann wieder hier mit Dirk. Also schönen Abend, passen Sie auf Ihre Position auf. Und Dirk, du hast das letzte Wort. Gut, tschüss. Danke fürs Dabeisein. Es war ja heute wirklich sehr, sehr schön gefühlt. Natürlich auch danke an Nelson und an FX Flat hier für das Veranstalten von Webinar. Ich freue mich bis aufs nächste Mal, halte mich auch kurz und sage an der Stelle tschüss und schönen Abend noch. Tschüss.